Wieso wird Pflanzen keine Leidensfähigkeit zugestanden? Wieso wird Steinen keine Leidensfähigkeit zugestanden? Dem Boden, auf dem du stehst. Wenn man eine Behauptung wie Pflanzen fühlen Schmerz aufstellt, dann muss man dafür einen Beweis bringen. Unsere bisherige Wissenslage ist, dass man für die Empfindungen, Schmerz, Bewusstsein, Leidensfähigkeit, Interessen, gewisse anatomische Voraussetzungen erfüllen muss, wie ein zentralisiertes Nervensystem. Und das haben Pflanzen nicht. Das heißt nicht, dass Pflanzen nicht auf etwas reagieren können. Das heißt nur, dass sie darunter nicht leiden. Beispielsweise kann auch dein Handy, dein Computer und so weiter und so fort auf Reize reagieren. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Handy ein bewusstes Individuum oder gar leidensfähig in irgendeiner Weise ist. Noch dazu muss man sich das Ganze aus einer pflanzlichen Perspektive evolutionär betrachten. Was bringt den Schmerz? Die Möglichkeit auszuweichen und sinnvoll darauf zu reagieren. Okay, manche Pflanzen können Duftstoffe und so weiter ausspucken, um sich zu wehren. Allerdings reicht hier auch eine Signalempfangsbereitschaft, ohne das bewusst verarbeiten zu müssen. Pflanzen können sich aber nicht von einem Schmerz wegbewegen. Das bedeutet, sie hätten wahnsinnig hohe Kosten evolutionär bedingt dadurch, dieses Vermögen von Bewusstsein anzulegen, aber wenig Nutzen für sie. Das heißt, evolutionär gesehen macht das wenig Sinn. Okay, es gibt auch sessile Tiere, die bewusste Leidensfähigkeiten haben bzw. nicht haben. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein spezifisches Argument oder Gegenargument dafür. Jedoch haben wir überhaupt keine anatomischen Voraussetzungen bei einer Pflanze erfüllt, die sie bewusst und leidensfähig machen würde. Und die Beweislast liegt an der Person, das zu erbringen. Ansonsten könnte ich behaupten, es gibt Feen, es gibt Elfen und hier steht ein rosarotes Hippopotamus und das muss jetzt so sein und das muss so stimmen. Und du darfst dich jetzt übrigens nicht mehr so bewegen, weil sonst schlägst du jedes Mal das rosarote Hippopotamus und dann sagst du, okay, aber wie willst du das beweisen? Und dann sage ich, ja, wie willst du das Gegenteil beweisen? So funktioniert Wissenschaft nicht. Und ich hoffe, du verstehst, dass das eben in sehr hohe Irrationalität führen würde. Einen Punkt hatte ich noch dazu. B-b-b-b-b-b-b-b-b. Selbst wenn du behaupten möchtest, dass Pflanzen leidensfähige Individuen sind, ist anzubringen, dass eine rein pflanzliche Ernährungsweise das Leben bzw. das Leid von vielen Pflanzen ersparen würde, da die meisten Ackerflächen auf diesem Planeten und die meisten Pflanzen angebaut werden, um eure Opfer als Nicht-Veganer zu ernähren, die ihr noch dazu versklaven lasst. Es macht viel mehr Sinn, direkt die Pflanzen zu konsumieren, statt viel mehr Pflanzen anzubauen, die ja alle leidensfähig sind, was sie nicht sind, wie gesagt, bis zum Beweis des Gegenteils und die direkt zu konsumieren, statt auch noch zusätzlich Tiere zu versklaven, die auf jeden Fall leidensfähig sind. Um das Ganze nochmal runterzubrechen, falls du damit Veganismus entkräften würdest, Pflanzen können leiden, deswegen darf ich deine Familie versklaven und erschießen. Macht nicht viel Sinn als Entkräftung des veganen Arguments.